Es ist eine Schande, dass wir das jetzt nicht ausspielen können. Aber verrückt ist tatsächlich, dass wir ein Zeitproblem bekommen, weil wir ja um 7:30 den Laden hier dicht machen müssen, zumindest die Redaktionskonferenz für heute. Jürgen, das hat einen tatsächlich ja mitgenommen. Also mich hat das mitgenommen. Mich hat das in die Zeit mitgenommen. Und mich hat das auch an Beethoven ganz anders herangeführt, als ich zum ersten Mal gehört habe, wie du eine Klaviersonate von Beethoven spielst, weil ich es halt in anderen Tempi gewöhnt bin. Ist das tatsächlich so, dass wir heute einen schnelleren Gang gehen und deswegen gar nicht mehr auch so die Muße haben, uns einzulassen? Das glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Wir leben einfach heute in dieser unglaublich schnelllebigen Zeit und wir alle sind ja in dieser hohen Geschwindigkeit und es ist schon sehr schwer, sich auf diese Tempi da einzulassen und diese Ruhe aufzubringen und dann auch da diese differenzierten Sachen zu hören. Aber das ist, glaube ich, schon heute sehr, sehr schwer, sich darauf einzulassen, in der Tat. Für welche Menschen haben die Komponisten damals geschrieben? Das ist ja auch immer so ein Ding, die brauchten ja Abnehmer dafür, einfach um leben zu können. Ne? Die haben Noten verkauft, tatsächlich. Gut, aber das waren natürlich ganz andere Menschen. Das war natürlich auch sehr viel auch für den Adel komponiert, klar. Später kam natürlich das Bürgertum hinzu. Aber die hatten ja Zeit. Und die waren auch natürlich auch unheimlich engagiert, was die Künste anging. Und es ging ja da sehr um die Förderung der Künste. Und die selber waren da zum Teil auch sehr gut ausgebildet. Die nahmen fast alle Instrumentalunterricht und die hatten einfach diese Zeit, das zu leben. Das war einfach damals so. Und in dieser Zeit sind wir nicht mehr. Das ist wahr. Mhm. Anja, du lebst aber schon noch so ein bisschen gebremst. Ja, also ja, es ist ein bisschen widersprüchlich auch bei mir. Ich lebe ländlich, also von daher kann man sagen, habe ich das Tempo rausgenommen. Weil also die Großstadt als schnelles, lautes, stinkendes Etwas, also um es mal so brachial zu sagen. Auf der anderen Seite bin auch ich... muss mich bewegen, muss aufgrund meines Berufes in die Stadt pendeln und lebe in diesem Widerspruch, ne? Dass ich also mit 100 Sachen über die Autobahn fahren muss, nicht ganz so häufig vielleicht, wie das so der ganz normale Berufstätige macht, aber zu häufig noch und ich werde auch da langsamer. Also das ist so eine Ecke, ja, also ich fahre schon langsamer als noch vor Jahren. Weil mir das auch immer bewusster wird, dass das Wahnsinn ist, ne? Dieser Druck, den wir uns da machen. Und vor allen Dingen, es macht auch keinen Sinn. Du machst dir Druck, du beeilst dich, rast über die Autobahn, um am anderen Ende irgendwo Zeit zu haben. Nimmst du das aber in Kauf, dass du erstmal dich total beeilst, unter Druck setzt und ja, und das macht keinen Sinn. Also ich bin auf dem Weg, aber... Hing das zeitlich auch mit deinem aktiven Musizieren dann zusammen, dass du so ein bisschen auf die Bremse getreten hast im Laufe der Jahre? Also diese Saat oder dieses Samenkorn in diese Richtung, das ist vor Jahren durch einen Aufenthalt in Irland entstanden, würde ich sagen. Also schon durch Naturerlebnisse. Musikalisch war ich immer schon begleitet, mein Leben lang, aber und dann ist das hat sich gefügt in mein Leben. Also, ne, diese musikalische Phase, das hat sich einfach gefügt. Das war genau das Richtige. Ich hätte auch keinen anderen Unterricht bei keinem anderen Menschen jemals haben wollen. Ja, es wäre auch nicht möglich gewesen. Mhm. Das war für mich sehr wichtig, das so zu machen. Jürgen, für dich ist Natur auch ein großer Punkt in deinem gesamten Lebenskonzept. Ja, das kann man sagen. Genau. Ich bin ja sehr viel in Italien und ich habe ja jetzt da mein Projekt gegründet mit einem Sitz und ich habe jetzt mit 4 Klavierabenden dort diesen Sitz in einer wunderschönen Landschaft hineingesetzt und in so einem Olivenhain. Und ich finde einfach, dass diese Musik einfach auch diese Natürlichkeit, zurück zum natürlichen Tempo des Menschen, dass es einfach auch zur Natur gehört. Und jetzt bei der Gründung meines Projekts und des Sitzes in Italien, in der Nähe der Riviera, aber in den Olivenhain, war es mir unheimlich wichtig, dass das zusammenpasst, diese wunderschöne Musik, zurück zum natürlichen Tempo des Menschen, zu dieser Natur. Das Klavier stand in einer Pagode, es gab da 60 Plätze und man saß dann auf einer Terrasse mit Blick in die Berge und auf das kleine Dorf, aber auch unter den Olivenbäumen
Und dann, als es dann dunkel war, kamen oben die Sterne. Man saß unter den Sternen, die Käuzchen schlugen und die Grillen haben auch noch mitmusiziert. Das war einfach eine wunderschöne Verbindung von Natur und auch Musik. Und die Romantik, also ja. wenn die Epoche ja auch bezeichnet als Romantik, also das ist eben wirklich Romantik pur dann. Kontrapunkt Entschleunigung zu unserem völlig verrückten Tempo, das wir leben müssen, jeden Tag. Ich habe noch ein Zitat von Shakespeare zum Schluss dieser wunderbaren Redaktionskonferenz. William Shakespeare aus Richard II. Ach, haltet Zeitmaß. Wie sauer wird Musik, wie süß sonst, wenn die Zeit verletzt und das Verhältnis nicht geachtet wird. Ich danke sehr Albert Jürgen Graf fürs Kommen in dieses Studio. Hier zu D-Radio Wissen. Ich danke Anja Gavlik, seiner Schülerin, gerne. Die lange bei ihm Unterricht hatte und hoffentlich bald wieder haben wird. Und ich danke auch Thomas Ruscher, der mit ganz viel Geduld diese wunderbaren Stücke mit uns zusammen angehört hat. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß und habt ein bisschen entschleunigen können euren Alltag. Und wir haben euch vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß mit auf den Weg geben können in dieser Redaktionskonferenz. Danke euch fürs Zuhören. Daniela Tepper sagt Tschüss. Zusammen mit Frédéric Chopin und der Nocturne in F-Dur, Opus 15, Nummer 1.